Ihr Teil wird sein in dem feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und unser heutiges Wort, das ist der Blick zum Fenster dieses vergänglichen Lebens hinaus in die ewige Herrlichkeit. Mit diesem Abschnitt der Heiligen Schrift stößt gewissermaßen der Herr die Fensterläden auf und lässt das Licht der jenseitigen Welt, der Ewigkeit, zu der wir berufen sind, hereinstrahlen. Noch müssen wir, wenn wir in diesem Bild bleiben, im Haus sein. Noch müssen wir unsere Arbeit hier erledigen. Aber das Licht von draußen, das Licht aus der Welt Gottes, fällt schon herein. Und eines Tages wird dieses Haus, die Bibel sagt, auch unsere irdische Hütte, abgebrochen durch unseren Tod oder, worauf wir mehr hoffen, durch die Entrückung. Und dann dürfen wir hinaus in diese Herrlichkeit. Die erste Erde ist dann vergangen. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann wird wirklich alles neu, so sagt Vers 5. Siehe, ich mache alles neu, wirklich alles. Heute fängt es mit manchem, hoffentlich in unserem Leben mit vielen mehr und mehr an. Aber dann wirklich alles. Für einen Moment überraschend fand ich die Aussage, das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Es gibt einen neuen Himmel, es gibt eine neue Erde. Aber es gibt kein neues Meer. Habe ich mich gefragt, gibt es dann im Himmel keine Fische? Leben die auf dem Trockenen? Weshalb wird das Meer extra hervorgehoben? Weil das Meer in der Bibel das Bild ist für die zerstörerischen Chaosmächte der Völker unter der Herrschaft Satans. Wenn das Meer nicht mehr ist im neuen Himmel, in der neuen Erde, dann heißt es, es gibt kein Chaos mehr. Kein Toben, kein Brausen finsterer Mächte. Im tausendjährigen Reich gibt es das ja alles auch noch, wenn auch wesentlich gedämpft, vielleicht um 90-99% zurückgefahren, aber es ist noch da, im Keim vorhanden. Im neuen Himmel, in der neuen Erde gibt es davon nicht die geringste Spur. In der neuen Welt Gottes wird vollkommene Harmonie herrschen. Denn Gott wohnt dann mitten unter seinem Volk und seinen Kindern. Das himmlische Jerusalem kommt auf die Erde herab. Das tausendjährige Reich bietet schon einen Vorgeschmack auf diese Herrlichkeit. Jesus selbst wird ja dann im tausendjährigen Reich von Jerusalem aus regieren, wohnt auch in dieser Zeit schon mitten unter den Menschen auf dieser Erde, heute durch seinen Heiligen Geist, dann aber leibhaftig der Sohn. Aber das wird in der himmlischen Herrlichkeit nochmal weit gesteigert und vollendet. Der Wohnort Gottes und der Wohnort der Menschen werden endgültig und komplett zusammengelegt. Der Blick in die Ewigkeit gehört zum Wesen der Gemeinde. Das hat schon vor vielen Jahren Walter Blach, ein seit Jahren zum Herrn heimgegangener württembergischer Dekan, gesagt. Der sagte, die Kirche ist in sich selbst nichts. Kirche ist in sich selbst nichts. Müssten sich unsere Kirchenleute und Kirchen heute hinter die Ohren schreiben, mal wieder ganz dick. Kirche ist in sich selbst nichts. Kirche ist nur Kirche in der Sehnsucht nach Jesus, so fährt Walter Blach fort, in der Sehnsucht nach der Hochzeit. Welche Braut sagt schon, es ist gleichgültig, ob wir noch 5 oder 10 Jahre verlobt sind? Es mag gelegentlich Bräute geben, die das sagen, das dürfte aber dann kein Zeichen überbordender Liebe sein. Weiß ich nicht. Die Sehnsucht nach dieser Hochzeit, die Sehnsucht nach voller Gemeinschaft mit Jesus ist der Kern der Gemeinde Jesu. Das ist das Geheimnis der Kirche. Soweit Walter Blach. Sehnsucht nach voller Gemeinschaft mit Jesus, Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und damit sind wir auch beim zweiten Bild, das die Bibel hier gebraucht, die Braut. Wir haben eine Sehnsucht nicht nur nach Sicherheit und einer bleibenden Heimat, vor allem haben wir eine Sehnsucht nach der unmittelbaren und sichtbaren, und können auch sagen, nach der fühlbaren Gemeinschaft mit Gott. Das ist ja auch die Gefahr der Mystik, die Gefahr des Schwärmertums, die Gefahr der Charismatik, des Pfingstlertums. Da wird diese Erfahrung, dieses Fühlbare und so weiter ganz stark vermittelt, in den Vordergrund gestellt. Und dann schleichen sich aber eben auch schnell andere Mächte, die das Fühlen anbieten, mit ein.
Aber diese Sehnsucht nach der fühlbaren, nach der erlebbaren Gemeinschaft mit Gott ist durchaus berechtigt. Aber das ist eben diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Aber eben wirklich erfüllt wird sie erst dann. Aber wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, die Deutschen sind blöd geworden. Sie gehen zwar vielleicht massenweise zu irgendwelchen Supermärkten, wo sie günstige oder vermeintlich günstige Artikel kaufen können, aber kaum einer geht dahin, wo er das beste, das wertvollste, das teuerste Produkt umsonst bekommt. Kaum einer geht zu Jesus, um kostenlos umsonst ewiges Leben zu bekommen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst, sagt der Herr. Ein Wort aus diesem Vers 6 macht uns dabei die Grenzen unseres missionarischen und evangelistischen Bemühens deutlich. Wenn wir missionarisches Anliegen auf dem Herzen haben, dann machen wir uns ja Gedanken, wie können wir andere Menschen fürs Evangelium gewinnen. Wir beten für sie, wir versuchen es ihnen zu bezeugen. Und dann stoßen wir auf taube Ohren und dann überlegen wir uns, mit welcher Technik, mit welchen Tricks und Kniffen können wir es jetzt hinkriegen, dass die endlich mal die Jalousien hochmachen. Ein Wort macht uns unsere Grenzen ganz deutlich. Wem will Jesus geben? Dem Durstigen. Was aber ist, wenn der Mensch keinen Durst empfindet? Dann trinkt doch Mensch nicht das lebendige Wasser, das Gott ihm anbietet, dann besäuft er sich mit den Alkopops weltlicher Genüsse und stillt mit diesen vermeintlich gefühlt im Moment seinen Durst. Und die innere Sehnsucht bleibt. Er versucht noch mehr äußere weltliche Genüsse und geht dabei ewig verloren. Das ist der Knackpunkt. Wir können den Menschen das lebendige Wasser anbieten, wir können ihnen damit hinterherlaufen. Aber Durst und Hunger schaffen können wir bei ihnen nicht. Das kann Gott allein. Und darum wollen wir ihn bitten. Denn wer diesen Durst nie verspürt, wer nie nach dem Wasser des Lebens fragt, der wird am Ende ewig verloren gehen. Das ist der Ernst dieses Gotteswortes bei aller Schönheit. Denn, so sagt die Bibel weiter, viele werden diese Herrlichkeit nicht sehen. Viele werden im zweiten Tod enden, im See, der mit Feuer und Schwefel brennt, Vers 8. Es haben deshalb ganz und gar nicht recht diejenigen, die behaupten, dass alle diese Herrlichkeit sehen werden. Gottes Wort sagt es eindeutig anders. Und es benennt hier einige ganz konkret, die dieses Ziel nicht erreichen werden. Vers 8 spricht, wir haben es gehört, als erstes von Feiglingen. Ganz wichtig, da geht es nicht um unsere Gefühle, Feiglinge oder Verzagte. Es geht um die Tat. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir in unseren Gefühlen, denke ich, alle manchmal oder vielleicht sogar auch öfter kleingläubig und verzagt. Gerade wenn wir auf die Nöte, die Herausforderungen dieser Tage schauen, wenn wir auf die vergangenen Jahre schauen, wenn wir sehen, wie vieles in unserem Land an die Wand gefahren wird, und wenn viele sehen, was das möglicherweise Wärmegesetz und Ähnliches an existenziellen Bedrohungen mit sich bringt, und es ist ja nur ein Stichwort, man könnte wahrscheinlich 10, 15, 20 weitere dazufügen, wer kennt da nicht Gefühle von Verzagtheit, Ängstlichkeit, Sorge? Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht darum, ob wir uns von diesen Gefühlen leiten lassen. Dass diese Gefühle nicht unser Tun bestimmen. Ein Feigling, von dem Gottes Wort hier redet, ist keiner, der Gefühle der Feigheit hat. Ein Feigling ist einer, der im entscheidenden Augenblick ein unangefochtenes Leben in dieser Welt wichtiger ist als die Treue zu Jesus und seinem Wort und als ein treuer, klarer Dienst, dem ein bequemes Leben wichtiger ist als ein gefährliches Leben. Die Frage ist, sind wir Angstgetriebene oder sind wir Geistgetriebene? Als nächste nennt die Bibel die Ungläubigen.
hängt ganz eng unmittelbar mit dem ersten zusammen. Warum lässt sich ein Mensch von der Feigheit dominieren? Weil er ungläubig ist. Wie kann ein Mensch seine Feigheit überwinden und sich von der Feigheit nicht dominieren lassen? Einzig und allein im Vertrauen auf den Herrn. Wer sich von der Feigheit leiten lässt, erweist sich im Kern als Ungläubiger. Die dritte Gruppe sind die von Gräueln Befleckten. Ich habe nochmal im Griechischen nachgeschaut, eigentlich wörtlich die Stinkenden, die Verabscheuungswürdigen. In der Bibel ist das ein Gräuel, was stinkt, was unangenehm ist. Ja? Und ich dachte eigentlich ein ganz hervorragendes Wort, das exakt das auf den Punkt bringt, was ja in der Menschheit, auch in unserem Volk in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend geschieht und sich jetzt in den letzten Jahren im Grunde exorbitant gebärdet, egal wo man den Fernseher auf den Knopf gewissermaßen drückt, irgendwelche Shows etc. Ob wir in die Musik schauen, in die Kunst, in die Kleidung, in die Erziehung, eigentlich in allen Bereichen des Lebens, der Unrat, das Stinkende, das Verabscheuungswürdige wird hoffähig gemacht. Also es geht um diejenigen, die sich im Unrat jedweder Art suhlen und wohlfühlen. Und da sehen wir ja, wie die ganzen Ordnungen Gottes, die das Stinkende runterhalten sollen, beiseite geschafft werden. Und wenn die Ordnungen Gottes beiseite geschafft werden, dann kommt dieses Stinkende hoch und feiert fröhliche Urstände. Als nächstes sind es die Mörder. Das Thema Abtreibung ist längst kein Thema mehr in dieser Welt, vor Gott schon. Und man muss immer wieder sagen, vieles, was sich auch in den letzten Jahren und auch in den kommenden Zeiten an Gericht Gottes über die Welt ereignet und ereignen wird, hat auch in diesem Gräuel der Abtreibung eine Ursache. Denn die Bibel sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Unsere Generation, muss man so deutlich sagen, ist eine Generation von Mördern geworden. Im Jahr 2005 ging man von 60 Millionen Abtreibungen pro Jahr weltweit aus. 60 Millionen. Wenn man zurückdenkt an die Zeiten des Nationalsozialismus, des Stalin und so weiter, kann man Zahlen vergleichen, kann man sich ungefähr vergleichen. 60 Millionen Abtreibungen pro Jahr weltweit. Und unsere Politiker schweigen. Mord am ungeborenen Leben wird zum Menschenrecht erklärt. Und unsere Medien schweigen. Ja, wir müssen sagen, die Menschen dieser Zeit, es ist ja nicht auf unser Volk begrenzt, die Menschen dieser Zeit sind zunehmend eine Menschheit von Mördern geworden. Oder denken wir weiter an den Ukraine-Krieg. Jede Art der Kriegstreiberei ist eine Art von Mord. Ungerechte Kriege sind Mord, Massenmord. Wenn wir sehen, was ja in der Ukraine nicht nur für eine irrsinnige Materialschlacht stattfindet, sondern wie da Menschen in diesen Stellungskämpfen zu Tausenden in den Tod geschickt werden, um den Interessen einiger weniger im Hintergrund zu dienen. Mörder, sagt die Bibel. Und die Hurer. Wir können an Unzucht, an Hurerei, an Ehebruch denken. Musste aber ganz spontan auch dran denken, das fängt ja schon an. Porneia ist der Begriff, also jede Form von Sexualität, die nicht in den von Gott vorgegebenen Bahnen verläuft. Wie heute diese Kräfte aus unserer Menschheit ein Volk von Huren machen will. Wenn man schon in Kitas ab anderthalb Jahren und Ähnlichem, habe ich es, glaube ich, dieser Tage gelesen, sogenannte Erkundungsräume einrichtet, wo Kinder nackt ihren eigenen Körper und den Kinder der anderen erkunden sollen, etc. Da wird Pornografie, ungezügelte Sexualität von klein auf an gezüchtet, antrainiert. Ich habe
Ihr habt heute eine E-Mail gekriegt, was können wir tun, um unsere Kinder zu schützen? Gestern Abend im Gebetsabend war es auch kurz die Frage. Und ich habe gesagt, eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit. Man kann seine Kinder heute gar nicht mehr in die Kita schicken. Man hat keine Kontrolle mehr darüber, was mit denen dort passiert. Sie werden pornografischen Einflüssen und anderen negativen Einflüssen ausgesetzt. Ganz spannend, der nächste Begriff, die Zauberer. Wörtlich sind es die Pharmakreus. Da klingeln bei uns heute die Ohren. Die Zauberer. Spannend, dass die Bibel, ich habe nachgeguckt, es hätte eigentlich einen Alternativbegriff gegeben, die Magoi, die Magiere. Das sind ja eigentlich die Zauberer. Damals die Gelehrten, Sterndeuter, Astrologen und so weiter, auch Astronomen etc. Aber das ist eigentlich mehr der allgemeine Begriff für die Zauberer, die Magoi. Hier steht aber die Pharmakois. Das sind die Heilzauberer, die Pharmazeuten. Also genau das, was wir heute als Pharmazie haben. Und ich denke, da brauche ich gar nicht wahnsinnig viel zu sagen. Wir brauchen nur die Entwicklungen der letzten Jahre angucken. Oder wenn wir den Blick auf die WHO richten, von wem die gesteuert wird, ja nicht mal ansatzweise irgendeine öffentliche Institution, sondern eine private Institution von allen möglichen Kräften, finanziert, abhängig. Und welche Macht sie bekommt. Die Pharmakreus und die Götzendiener, wörtlich eigentlich diejenigen, die den Bildern dienen. Und in wie vielen Räumen stehen heute wieder Buddhas und alles mögliche ähnliche andere rum und man meint, davon ginge Heil und Segen aus. Und wir sehen, wie aktuell diese ganzen Dinge sind. Und ganz dramatisch zum Schluss die Lügner, wörtlich die Heuchler, die Pseudos sind diejenigen, die Lügenden, solche, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind, die Scheinheiligen. Und ich betone immer wieder mit größtem Nachdruck, das Wesen Gottes ist Wahrhaftigkeit. Satan dagegen ist der Heuchler von Anbeginn und der Vater der Lüge. Durch Unwahrhaftigkeit kann kein Problem aus der Welt geschafft werden. Und wisst ihr, in der Gemeinde muss die Lüge, muss das Böse genauso deutlich benannt werden wie in der Politik und in der Gesellschaft. Im Gegenteil sogar noch wesentlich mehr, denn die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, das Böse in der Gemeinde ist 10-mal schlimmer als die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, das Böse in der Welt. Was wollen wir von der Welt, die unter der Herrschaft Satans steht, anderes erwarten als das Wesen Satans? Aber in der Gemeinde Jesu müssen wir verbindlich, zuverlässig das Wesen Gottes, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, offenen Umgang miteinander erwarten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erlischt das Licht der Gemeinde. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wo Unwahrhaftigkeit ist, da wird dieses Licht vom Wesen Satans verfinstert. Da kann die Gemeinde nicht mehr die Finsternis dieser Welt erhellen, weil sie selbst zur Finsternis geworden ist. Deshalb muss das ganz offen, ganz deutlich, ganz klar angesprochen werden. Manche bewegt in diesen Tagen auch, darf man das öffentlich tun? Ich habe erst mit dem Bruder diese Woche vor ein paar Tagen gesprochen. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt es ganz klar. Wir haben auch erst ein Video lustigerweise heute zugeschickt bekommen mit einer Andacht über den Diotrephes beispielsweise. 3. Johannes, glaube ich, Vers 9. Da schreibt der Apostel Johannes ganz offen, der Diotrephes will selbst in der Gemeinde der Erste sein. Manipuliert, übt Macht aus und so weiter. Er nennt Namen, wir müssen immer vor Augen halten, das war nicht einfach ein persönlicher Brief, das war ein Gemeindebrief und der ging auch nicht nur an eine Gemeinde, sondern diese Briefe wurden durch die ganze Christenheit weltweit durchgereicht, von einer Gemeinde um die andere. Und der Paulus schreibt über den Alexander, den Schmied, namentlich, der ihm viel Böses getan hat und so weiter. Es ist völlig biblisch richtig, dass vor dem Bösen bei Bedarf auch öffentlich und namentlich gewarnt wird. Denn das Böse, die Lüge, die Unwahrhaftigkeit muss ans Licht gebracht werden. Es ist ja das Wesen der Lüge, dass sie im Verborgenen agiert. Und deshalb hilft nichts mehr gegen Unwahrhaftigkeit und Lüge, als das ans Licht bringen.
Und deshalb beten wir auch weiter, dass der Herr Unwahrhaftigkeit und Lüge aufdeckt. Über all diese Dinge und die Lüge, die Unwahrhaftigkeit ist gewissermaßen der Knackpunkt, das Schlimmste, das Gefährlichste von allem, gilt, ihr Teil wird sein in dem feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das heißt, die alle kommen an den Ort, an dem nach Offenbarung 19,20 als erster der Antichrist und sein Prophet verbannt wurden. Dann kommt nach Offenbarung 20,10 der Teufel in diesen feurigen Pfuhl, der Tod als nächstes und dann Offenbarung 20,15 alle diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Die ihr Leben nicht haben vom Geist Gottes verändern und erneuern lassen. Ich muss immer wieder sagen, daran ändern auch oberflächliche Bekehrungen und frommes Getue nichts. Es mag einer bei seinen Unwahrhaftigkeiten noch so viele Bibelworte im Munde führen, ändert an seinem Wesen der Unwahrhaftigkeit nichts. Es muss eine echte, tiefe, zu Herzen gehende Bekehrung da sein, die eine Unwahrhaftigkeit in unserem Leben nicht mehr zulässt. Denn es kommt nicht drauf an, sagt die Bibel auch an dieser Stelle, dass wir zu frommen Anfängern gehören, sondern wer überwindet? Wer überwindet? Wer durchhält bis zum Schluss allen Widerständen zum Trotz, auch alle persönliche Feigheit, Angst überwindet und sich davon nicht beherrschen lässt? Der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, Vers 7. Wer überwindet? Wir, sein Volk, er, unser Gott. Beginnt heute schon, dort kommt es zur Vollendung und damit sind wir auch gleich fast am Schluss, zur Vollendung in einer unvorstellbaren Glückseligkeit. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, der wurde ja in den feurigen Pfuhl geworfen. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Lass mich so sagen, liebe Geschwister, der allmächtige Gott, der himmlische Vater, drückt uns selber an seine Brust. Er nimmt uns gewissermaßen auf den Schoß. Wir kennen es ja, Kind, hingefallen, Knie aufgeschlagen, schreit immer nicht, kommt die Mama, nimmt es auf den Schoß, bläst, pustet, wischt ab, nimmt es in den Arm. Und dann, genau das ist das Bild im Grunde. Er wird abwischen, alle Tränen. Natürlich wieder ein Bild. Wie soll Gott im Himmel Tränen abwischen? Gibt ja gar keine mehr im Himmel. Warum soll es im Himmel Tränen geben? Aber eben ein Bild dafür, dass es im Himmel keine Tränen mehr gibt. Ein Bild dafür, dass dort alle Wunden, alle Schmerzen aus dieser Erdenzeit verheilt sein werden. Man wird ihrer nicht mehr Gedenken haben. Jesaja 65 gehört, eine Zeit reiner, ungetrübter Freude. Für jedes auf dieser Erde erfahrene Leid werden wir dort überreichend Trost und Freude erfahren. Und wir sollen dabei sein, liebe Geschwister, weil das unsere Zukunft ist. Und mit dieser Zukunft vor Augen können wir auch heute mutig und zuversichtlich sein, weil wir wissen, es kann uns niemand nehmen. Kann uns niemand nehmen in Jesus. Amen. Ja.